Wir begrüßen Sie bei Reitel-Zylinderkopftechnik. Wir, das sind ganz klar und immer und oft im Hintergrund meine Frau Janine. Und wir sind auch ich, der Lasi oder der Lars. Chrissy, du weißt es besser. Ganz schwierig, so ein Abschlussvideo zu machen im Jahre 2019. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und wir wollten kein Video machen, zu einem, weil du viel Arbeit machst, um ein Video zu machen, und wir hatten zwischen Tagen ausnahmsweise mal andere Sachen vorgehabt und auch umgesetzt, und jetzt neigt sich das Jahr zu Ende. Wir wollten das aber nicht machen ohne ein Dankeschön an unsere YouTube-Follower, so heißen sie, oder wie nennt man sie? Abonnenten, YouTube-Abonnenten. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Also 2019 haben wir angefangen, letztes Jahr aus Spaß an der Freude, mit 200 Abonnenten. Und haben wirklich unsere ersten Videoclips, die wir so gemacht haben, mit dem Handy gemacht. Bis wir schlimm beschimpft worden sind, ihr macht gute Videos, aber nehmt doch mal ein anderes Equipment. Dann haben wir aufgerüstet in diesem Zusammenhang. Und wir haben jetzt am Ende des Jahres verwunderlicherweise 38.000 Abonnenten, Tendenz wachsend. Und wir sind, da können Sie uns glauben, genauso überrascht wie Sie, dass das so einen Umfang angenommen hat. Und wir berücksichtigen oder versuchen auch in unserem Alltag diese Videos irgendwo mitzuschneiden, und die sind immer, ja, by the way, also im Unterschied zu vielen Fernsehkanälen und Unternehmen, die das professionell mit Kamerateams und Equipments begleiten lassen, nehmen wir uns Themen aus der Woche raus auf und sagen, kommt, den nehmen wir mit rein und nehmen den entsprechend mit auf. Und dann ist das immer so, im Alltag heraus kommt ein Mitarbeiter und sagt dann, pass mal auf, Lasi, komm mal in die Werkstatt, nimm das gerade mal auf. Und vielleicht bin ich da schlecht gelaunt. Vielleicht habe ich gerade Lieferanten da oder einen Kunden da. Und dann unterbrechen wir den Prozess und dann komme ich raus und nehme schnell aus der Lamenge raus so ein Video mit auf oder so einen Mitschnitt, und dann gehe ich wieder ins Büro oder an meine Arbeit, an der ich vorher war. Und das unterscheidet unsere Videos ganz vehement von den Videos, die also mit dem klasse Equipment und mit dem klasse Team dahinter gemacht werden. Unser Team ist der Werkstattalltag. Und unsere Jungs draußen, an der Stelle auch mal danke an den Martin, an den Robin, an den Thomas, an den Fabian und alle, die uns im Betrieb mit begleiten, von den Leuten, die bei uns aushelfen, reinigen, bis hin zum, ich weiß es gar nicht, Teilelieferanten. Dankeschön an der Stelle auch Firma Hess, Firma MS und wie sie alle heißen. Dankeschön auch an unseren Werkzeuglieferanten und Zulieferer wie die Firma XXL im süddeutschen Raum. Ich könnte jetzt endlos weitermachen mit Dankeschön, aber an der Stelle vielen Dank für die netten, herzlichen Kommentare, die wir bekommen haben auf YouTube und auch auf Google und sonst wo. Und die spornen uns natürlich an, entsprechend diese Videos weiterzumachen, Ihnen einen Einblick in den Werkstattalltag zu geben, der auch, glaube ich, manchmal ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie kommen überhaupt diese Zeiten und dieser Arbeitsumfang zustande, ne, wenn man ordnungsgemäß und sach- und fachgerecht reparieren möchte. Alternativen zu sachgerechten Reparaturen gibt es mittlerweile unendlich viel. Das fängt an von Abonnenten auf eBay bis, wobei eBay nicht schlecht ist, wir nutzen selber eBay mitunter und verkaufen da das ein oder andere Teil da drauf. Aber will damit sagen, die Internetaktivitäten, die es so gibt in Deutschland, in Europa, in der Welt, die lassen natürlich auch zu, dass sich Firmen dahinter verstecken können, die nicht unbedingt das Equipment liefern oder diesen Support liefern, den man sich eigentlich als Kunde wünscht und den man oftmals teuer bezahlt, aber nicht erhält. So, jetzt schweife ich schon sehr lange wieder vom Thema ab. Ja, danke, damit habe ich gestartet. Ein Thema vielleicht, wo wir oft gefragt werden, das möchte ich zum Jahresabschluss nicht ganz außen vor lassen, ist das Thema Additivierung von Motoren. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Wir haben darüber auch schon mal Kurzvideos gemacht. Ja, bis zum gewissen Grad sind Additivierungen sehr sinnvoll in Bezug auf Verschleißschutz, in Bezug auf Linderung von Ölverschmutzung oder von verschmutzten Motoren, diese entsprechend zu reinigen. Wir arbeiten mitunter mit Ölschlammadditiven von bestimmten Herstellern oder mehreren Herstellern. Da gibt es etliche gute auf dem Markt. Ich glaube, es ist nur ganz wichtig, die richtigen Additive für den Motoreinsatzzweck zu bekommen und zu verwenden. Ich glaube, da werden die meisten Fehler gemacht und dann auch überadditiviert, was genauso schlimm ist.
Was ganz mit Vorsicht zu genießen ist, sind die Reinigungsadditive von bestimmten Herstellern, nicht nur in Bezug auf Öladditivierung oder Ölhaushaltsreinigung, sondern ganz stark bei der Rußbildung von Direkteinspritzern, was ja heutzutage ein großes Thema geworden ist. Und man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass man stark verguckte Motoren, speziell auch sehr oft im Dieselbereich, mit Additivierung in den Griff bekommt. Das funktioniert im Anfangsstadium. Das funktioniert sehr gut bei frisch revidierten oder überarbeiteten, korrigierten Motoren, die mechanisch gereinigt worden sind. Um die dann by the way mit am Leben zu halten, da ist Additivierung eine ganz unterstützende, gute Sache. Wenn Sie aus solchen Kanälen solche gemacht haben, vergessen Sie es mit Additivierung. Und wir haben nicht selten Motoren hier repariert, die beim Versuch über Additivierung und Reinigung durch Additivierung hochgegangen sind. Diese Motoren nehmen dann diesen Reinigungsbestandteil, sag ich mal, dieses Additiv in Verbindung mit den aufgelösten Kohleprozessen, sag ich mal, als Gemisch und fangen an, ein Eigenleben zu entwickeln. Sie machen den Motor aus, die Diesel-Einspritzpumpe ist deaktiviert, der Motor läuft weiter und dreht ab. Warum? Der nimmt auf einmal diese Suppe als Kraftstoff und das kriegen Sie nicht mehr kontrolliert. Und wenn Sie eine Automatik haben, der dreht ihn ab auf 10.000 Kilometer, sagen wir mal Umdrehung, bis er Ihnen um die Ohren fliegt. Also Additivierung ist ein Thema, wo Sie immer Beratung einhergehen oder einholen sollten, um da die richtige Additivierung für den gezielten Einsatzzweck, den Sie brauchen, zu verwenden. Produkte brauche ich Ihnen keinen nennen, weil da gibt es eine ganze Menge auf dem Markt. Sie müssen nur die richtigen Produkte in der richtigen Dosierung verwenden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bei Ölschlammspülungen, um das kurz anzumerken, verwenden wir Produkte, die mild wirkend sind und länger wirken. Das heißt, nicht die Produkte, die man 10 Minuten vor dem Ölwechsel reinkippt. Das kann man auch machen, wenn man keine anderen Möglichkeiten zeitlicher Perspektiven hat und das Auto in der Werkstatt auftrifft und dann eben da diesbezüglich eine Spülung bekommt. Aber wenn Sie die Zeit haben und da planen können, sollten Sie Additive verwenden in dem Ölschlamm spülenden Bereich, die also 150, 200 Kilometer vor dem Ölwechsel eingekippt werden, die dann Schicht für Schicht abtragen und nicht für Klumpenbildung sorgen im Motor, weil das birgt auch gewisse Gefahren. Ja, Additivierung ist ein Thema. Dann war in der Vergangenheit sehr häufig ein Thema gewesen, sind denn nur die VW und Audi und VAG-Modelle die schlechten? Warum repariert ihr nur die Dinger? Also wir haben überhaupt keine, ja, wie soll ich sagen, besonderen Bezug zu VW, Audi. Wir machen natürlich sehr viele von diesen Motoren und kennen uns ganz gut damit aus, aber das ist auch bei anderen Motoren genauso von anderen Marken, mit denen wir auch sehr prozesssicher umgehen können. VW, Audi ist sehr stark geworden, weil auch sehr viele Modelle von den Dingen auf den deutschen Straßen laufen. Das muss man mal sagen. Und leider Gottes ist das so bei VW, Audi. Die Motoren grundsätzlich sind nicht schlecht oder besser wie die anderen Premium-Hersteller. Im Gegenteil. Aber es erarbeitet sich schon sehr deutlich heraus, dass viele Motoren dieser Marken Einzelproblemchen haben, die gar nicht so groß sind, die aber dann große Folgen nach sich ziehen. Und da gibt es sicherlich einiges zu verbessern. Das ist aber auch nur unsere persönliche Feststellung und nicht allgemeingültig, sondern das sind unsere Eindrücke, die wir haben. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass in den letzten Jahren sehr viele VW-Audis hier vorstellig geworden sind und wir dann diesen Eindruck gewinnen können, ohne hier allgemeingültig zu sagen, dass es so ist. So, das vielleicht an der Stelle. Auch muss man sagen, wir haben genauso Hyundai, Kia und japanische und koreanische Autos hier. Wir haben auch da Probleme mit Ruß und Verkokung. Wir haben Hyundais und Kias zuhauf da gehabt, weil ich es eben verwendet habe als Begrifflichkeit. Mit Rissen in Zylinderköpfen, genauso wie das bei deutschen Premium-Herstellern der Fall ist. Oftmal tauchen die Autos, wenn sie in die Jahre gekommen sind, ob mit 7 Jahre Garantie oder nicht Garantie, bei uns nicht auf. Warum? Weil die nach 7, 8, 9, 10 Jahren die Wertigkeit nicht mehr besitzen, überhaupt in Bezug zu nehmen, dass man so einen Motor komplett revidiert. Das muss man einfach sagen. Viele Japaner sind von früher her bekannt, dass sie sehr lange und gut laufen. Das ist auf unseren YouTube-Videos immer wieder präsent, dass Leute sagen, kauft euch einen Japaner. Aber auch da gilt, wenn die kaputt sind,
kommen die nicht zu uns hin. Japanische Autos haben genauso diese Probleme mit Gasbetrieb und nicht gasbeständig zu sein. Toyota Vierzylindermotoren fliegen ein um die Ohren nach 60, 80.000 Kilometer eingelaufene Ventile in den Ventilsitzringen und so weiter. Also auch das gibt es, ob das Europäer, Japaner sind, Asiaten an sich oder amerikanische Autos. Das gibt es. Thema Gas hatten wir dieses Jahr ganz intensiv mal in ein, zwei Videos beleuchtet oder intensiver, wurden da aber auch sehr heftig, sag ich mal, kritisiert mit angeblich gefährlichen Halbwissen. Wir haben nie gesagt, dass wir im Bereich Gas die optimalen Ansprechpartner sind. Aber wir kennen uns auch damit ganz gut aus, weil wir sehr häufig die Motorschäden an der Stelle reparieren. Und da gibt es vielschichtige Gründe. Nicht grundsätzlich der Gaseinsatz alleine. Das ist eine sehr gute Alternative zum Benzinkraftstoff. Aber er muss eben richtig implantiert sein mit den richtigen Komponenten in Bezug auf die richtigen ausgelegten Motoren. Und da muss man immer wissen, ganz klar, mit zusätzlichen Komponenten, die ich in einen Motor einbringe, übernehme ich auch die Verantwortung, dass diese Komponenten exakt auf den Motor abgestimmt sind. Sind sie das nicht, habe ich eine Gefahrenquelle eingebaut, die dafür sorgen wird, dass der Motor mitunter Probleme bekommt. Und da müssen Sie auch Ihre Werkstatt vertrauen. Da gibt es gute und schlechte, die Ihr Handwerk beherrschen oder nicht beherrschen. Und davon ist es abhängig, wie gut Ihre Gasanlage funktioniert. Dazu dem Thema Gas vielleicht an der Stelle. Viele fragen auch, wie ist es mit Elektroantrieben? Wir wissen es selber nur bedingt, weil wir können nicht in die Zukunft gucken. Und man muss auch sagen, wenn man bedenkt, wie in den 1890er Jahren, Jahr 1900 und so weiter, die Automobilentwicklung gestartet hat und wie sie sich entwickelt hat bis heute, ja, wissen Sie selber, brauchen wir nicht drüber reden, und wie die Postkutschenbesitzer gesagt haben, das wird niemand mit diesen komischen Zerknalltrieblingen, so hießen sie früher übrigens auch, ja, die Entwicklung ist vorangeschritten, das hat sich eine Menge getan, das wird auch in der Elektroindustrie so werden. Dass jetzt alle diesen Hype so hypen, ist natürlich grotesk. Damit will ich nicht die grüne Linie da irgendwie von Greta attackieren, das ist überhaupt nicht mein Ansinnen. Die Elektromobilität, die hat ihre Zukunft. Wo ich mich allerdings verwehre, ist die Ansicht, dass das der einzig und alleinige Weg für die Zukunft ist. Das ist er ganz sicherlich nicht. Es ist ein möglicher, praktikabler Weg in bestimmten Regionen, in bestimmten Situationen, wo das eine adäquate Lösung sein kann, den Verbrenner irgendwann mal zu unterstützen, einzugrenzen oder vielleicht auch zu ersetzen. Keine Frage. Aber es gibt so viele andere tolle Alternativen dazu, beim Wasserstoff angefangen bis was weiß ich. Jetzt so schlagartig, vollkommen irrsinnig, mit aller Gewalt darauf umzurüsten und das unterstützt von der Politik, dass erwachsene Leute mit Elektrorollern in der Stadt gefördert durch die Gegend donnern können, als zusätzliche Ablöse des Fahrrads, was wirklich grün gewesen wäre, weil kein Automobilist, der von in Berlin, sag ich mal, von A nach B fahren muss, wird das mit dem Elektroroller tun. Der donnert jetzt auf den Radwegen und auf den Fußwegen mit seinen Elektrorollern oftmals rum und sorgt dafür, dass zusätzliche Unfälle gebaut werden. Damit will ich nicht die Elektrorollerchen schlecht reden. Aber das staatlich zu unterstützen in Form von Elektromobilitätsunterstützung, das ist grotesk. Das ist aber auch meine persönliche Meinung. Aber sowas wird gehypt und das halte ich einfach für den falschen Weg. Richtig wäre einfach zu sagen, die Elektroindustrie, Elektromobilität muss noch eine ganze Menge an Infrastrukturproblemen lösen. Die muss eine ganze Menge an Möglichkeiten lösen, dass die Autos bezahlbar wären oder werden. Die muss eine ganze Menge tun, dass die Autos größere Reichweiten erzielen, dass Tankstellennetze haben, die auch, ich sag mal, eine gewisse Mobilität, ohne ständig aufs Handy zu gucken, wo kann ich jetzt demnächst tanken, möglich machen. Die Angaben der Hersteller müssen in Zukunft einfach mal passen, dass, wenn da 500 Kilometer draufsteht, das Auto auf 500 Kilometer fährt. Das kommt mir gerade so grotesk vor, wie die Long-Life-Intervalle, mit denen immer angegeben wird, 30.000 Kilometer bis zum nächsten Ölwechsel, nach 22.000 Kilometer geht die Lampe an und dann heißt es erschwerte Fahrbedingungen. Das ist grotesk. Dann muss man darüber nachdenken,
wie sind die Batterien gebaut, wo werden sie gebaut, unter welchen Umständen werden die Rohstoffe abgebaut für die Batterien. Das ist ein Riesennetz, ich will da nicht schlecht reden, aber es gehört eine ganze Menge mehr dazu, als jetzt zu sagen, wir steigen aus den Verbrennern aus, weil wir irgendwelchen Trends folgen müssen, irgendwelchen Hypes folgen müssen, die Leute damit bekloppt machen und eine Alternative aufzeigen, nämlich Elektromobilität, die noch gar nicht als Alternative im vollen Umfang so genutzt werden kann. Natürlich muss man und kann man das pushen, damit die Leute zum Nachdenken bewegt werden, damit vielleicht der eine oder andere umsteigt, aber doch nicht so. Ja, also mal ganz ehrlich, also ich werde mir heute noch keinen kaufen, der nach 8 Jahren die Batterie kaputt hat. Die Garantie laufen ja teilweise so lang und dann kostet eine neue Batterie ein kleines Vermögen. Da kann man auch eine Motorinstandsetzung machen. Ja, also davon mal abgesehen, da braucht man das nicht schön und nicht schlecht reden. Aber das Auto ist dann auf einmal nach 8 Jahren mit schlagartiger Batterieentladung oder geringen Laufreichweiten nur noch der Hälfte wert oder weniger. Ich will das auch nicht verallgemeinern. Bitte, ich will die Elektromobilität nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, es ist eine mögliche Alternative und betrachten Sie die kommende Zukunft. Es wird auch noch Alternativen dazu geben. Und reden Sie jetzt nicht eine Motorentechnik grundsätzlich total schlecht, die nicht schlecht ist und die auch noch Potenzial nach oben hat. Da sind auch unsere Automobilisten gefragt oder unsere Automobilherstellern, Ehrlichkeit und Transparenz walten zu lassen in Bezug auf Abgasnormen. Und auch die Politik ist gefordert, Abgasnormen zu fordern, die die Automobilisten auch so umsetzen können, dass sie bezahlbar bleiben und dazu funktionieren und dass sie nicht dazu gezwungen werden zu lügen. Das machen nämlich scheinbar nicht nur VW und Audi, die da ganz schlecht in den Medien abschneiden, sondern fast alle Automobilisten in der ganzen Welt. So, unsere persönliche Meinung, ne? Nicht allgemeingültig, aber das, was ich mir so angelesen und angeguckt habe und das, was wir tagtäglich in den Werkstätten feststellen. Jo, Thema Elektromobilität. Wir haben es angeschnitten, also bilden sich da Ihre eigene Meinung, aber lassen sich nicht vom Hype verführen und von den Medien, die was propagieren. Auch in Deutschland gibt es gesteuerte Medien. Meine persönliche Meinung, die gibt es nicht nur, Fake News gibt es nicht nur in Amerika, wobei sie da anders ausgelegt werden, die Fake News von ganz speziellen führenden Leuten. Auch eine Form von Fake News. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wenn ich so im Redefluss bin, dann geht das, spult sich ein Film letztendlich ab. Was könnte ich denn sonst noch aufgreifen zum unserem Jahresabschluss und was kann ich zu Ihnen sagen? Vielen Dank an der Stelle, oder? Genau, wir bedanken uns bei allen da draußen, die regelmäßig unsere Videos schauen. Wir wünschen allen einen guten Rutsch und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. 2020, wieder ein Jahr weiter. Ich bin dieses Jahr 50 geworden, 2019, 50 geworden. Ich bin abgehauen in der Zeit. Ich wollte gar nicht miterleben hier in den eigenen vier Wänden. Ja, an der Stelle auch von mir ein herzliches Dankeschön auch an meine Frau, die es überhaupt ermöglicht hat, die Videos immer so zu drehen, ne? Muss man mal so sagen. Und zu schneiden. Und zu schneiden, genau. Nochmal, das machen wir by the way. Meine Frau hat wirklich anderes zu tun, nicht nur, weil wir zwei Kinder zu Hause haben und noch einen Haushalt führen, sondern ich werde hier massiv unterstützen in allen täglichen Belangen, die wir jeden Tag hier haben. Und ich habe auch schlechte Laune, weil ich bin auch nur ein Mensch, und knötter da vor mich hin. Und das merken Sie auch manchmal in unseren Videos, wenn weniger Informationen rüberkommen, wenn ich ab und zu den Mund halte, dann sind das eigentlich Momente, wo ich stark unter Stress stehe und dann meine Mitarbeiter reden lasse. Das empfinden Sie oftmals als nett und schön und angenehm. Dann habe ich einfach nicht viel zu sagen, weil mir andere Sachen im Kopf rumgehen. Ne? Weil zu sagen habe ich immer viel eigentlich, weil das Gehirn explodiert mit Ideen und Entwicklung und Lösung und Problemlösung. Und die werden nicht immer nur in der Werkstatt draußen gemacht, sondern die machen wir oftmals gemeinsam. Wenn ein Mitarbeiter draußen nicht weiterkommt, dann sprechen wir uns in kleinen Teams und Gruppen ab und recherchieren dann und schauen nach. Also es macht da auch gar keinen Sinn, eine Person hier zu hypen, sondern wir sind ein Team und arbeiten hier komplett gemeinsam. Und an der Stelle wollte ich eben auch meine Frau ganz wichtig an der Stelle mal erwähnen. Ne? Dankeschön. Bitte ich. Ja, ansonsten wartet wirklich an der Stelle. Mir fällt nichts mehr ein. Wir blenden an der Stelle aus, würde ich sagen, und machen Sie es gut und ja. Bleiben Sie gesund. Groß in die Welt. Groß in die Welt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.